Jo Leute, was geht? David von Eitel Seinisch hier. In meinem letzten Video wurde ich mal gefragt, wie ich denn so ein Kaminfeuer bzw. Lagerfeuer erstellen kann. Und hallo Julia, das ist mal eine Challenge. Ich habe, ich weiß nicht, wie viele Stunden, Tage ich damit verbracht habe und Nächte, irgendwie das Beste rauszufinden, wie man das am besten erstellen kann, bzw. wie ich euch das am besten zeigen kann. Weil es gibt halt ein Plugin, das nennt sich Turbulence FD oder sowas. Das ist eigentlich ganz cool. Ja, scheinbar auch relativ einfach damit zu arbeiten. Ich mache das halt nicht, das kann ich vorher gar nicht. Es kostet allerdings gute 400 € und das wollt ihr euch natürlich gerne sparen. Deswegen habe ich einfach irgendwie nach einem Weg gesucht, weil irgendwie was anderes gibt es nicht, weil auf YouTube gibt es nur irgendwas mit Plugins und sowas. Deswegen habe ich mal versucht, ja, okay, irgendeinen Weg zu finden, wie ich euch das am besten zeigen kann und ohne irgendwelche dritten Plugins zu benutzen. Ja, und das war eigentlich nicht einfach. Ich habe verschiedene Sachen ausprobiert und hoffe mal, mein jetziges Ergebnis war eigentlich ganz zufriedenstellend. Ich hoffe, es gefällt euch natürlich auch so und deswegen fangen wir einfach mal an. Also als erstes erstellen wir uns unser Holz. Deswegen machen wir einen Zylinder. Den Zylinder machen wir erstmal ein bisschen kleiner. Ich würde sagen, so ziehen wir uns ein bisschen kleiner. So ist okay. Apropos, würde ich mich echt freuen, wenn ihr mein Abo da lasst und die Glocke aktiviert und ein Like da lasst, damit ich weiß, okay, meine Mühe war es wert und ihr konntet ein bisschen was daraus lernen. Weil wird definitiv ein bisschen länger heute, deswegen sorry, wenn es, ja, dass es einfach so lange dauert, aber ich hoffe, ihr bleibt dran. Ich gehe eh davon aus, nach ein paar Minuten schaltet ihr eh ab, aber wer zum Ende durchhält, der hat echt, ja, echt ein Bravo verdient. Also, jetzt machen wir erstmal Rundungen rein. Und zwar machen wir, ich denke mal, so. Dann nehmen wir unsere Textur. Und zwar hier, jetzt in meinem Holzfolder, habe ich verschiedene Texturen. Die lege ich euch natürlich unten in die Videobeschreibung zum Downloaden. Also mit dem ganzen Projekt könnt ihr euch in den ganzen Texturen, könnt ihr euch wie gesagt kostenlos downloaden. Unten Link ist in der Videobeschreibung. Einfach drauf gehen. Wie gesagt, habt ihr alles drin. Und dann müsst ihr auch nicht kurz googeln. Nicht irgendwie groß googeln oder so. So, nehmen wir uns einmal das Stück Holz und dann einmal die Vorderseite vom Holz. So. Und dann gehen wir in die Obenansicht. Gehen dann auf C, damit wir das editieren können. Gehen auf unser Polygon-Werkzeug, gehen auf Live Selection Tool. Wenn wir hier drauf gehen, gucken wir aber nur sichtbare Elemente selektieren. Das machen wir weg, weil wir wollen natürlich oben und unten selektiert haben. Und dann selektieren wir uns den oberen Rahmen. So, jetzt gehen wir wieder raus. Und jetzt sehen wir, haben wir sowohl oben als unten selektiert. So, jetzt ziehen wir uns die eine obere Seite vom Holz, also oben unten. Quatsch. Auf die Selektion, sorry, ist ein bisschen spät. Auf die Selektion, jetzt hat er halt das, was selektiert ist. Da ist halt die Textur drauf. Sieht es noch nicht so ganz toll aus, deswegen gehen wir hier auf Projektion, gehen wir auf Quarter Mapping. Das ist jetzt immer noch ein bisschen groß. Deswegen gehen wir mit der Maustaste in die Obenansicht, gehen wir auf Darstellungen, auf Grouter Shading und jetzt sehen wir erstmal die Textur. Und jetzt können wir die halt ein bisschen noch, müssen wir die ein bisschen skalieren. Heißt, wir gehen auf unser Auswahlwerkzeug für unsere Textur und können die hier, also können die jetzt steuern. Das heißt, wir können die jetzt skalieren. Und das machen wir mal irgendwie so. Also, da das ja ein Baum ist, muss es nicht unbedingt perfekt sein. Ich denke, machen wir vielleicht ein bisschen größer. Ja, ich denke, so ist in Ordnung. Obwohl, machen wir doch ein bisschen kleiner. Wie gesagt, muss nicht perfekt sein. Zu klein wäre doof. So ist doch okay. Ja, okay, lassen wir so. So. Und da wir uns das jetzt alles, wenn wir hier rausgehen,
gut, nicht mehr selektiert haben, aber obwohl doch, na doch, wenn wir auf unser Polygonwerkzeug gehen, haben wir das natürlich nochmal alle selektiert. Jetzt wollen wir den Rest natürlich selektieren. Das machen wir folgendermaßen, indem wir auf Selektieren gehen und Selektion invertieren gehen. Heißt, jetzt hat er halt den ganzen Rest selektiert. Und jetzt packen wir schwupps unser anderes Holz drauf. Da gehen wir natürlich auch Projektion auf Quadermapping. Und wenn ihr jetzt natürlich noch ganz, sage ich mal, penibel seid, geht hier rauf, geht auf Relief, nehmt als Relief eure Textur. Wo war das unter Holz? Wood. Was war das jetzt? Okay, das. Genau, gehen wir hier rauf. Dann machen wir es natürlich auf 100%. Und bei dem anderen machen wir das auch so. Relief. Und wo haben wir es? Wo haben wir es? Wo haben wir es? Bild laden. Voilà. Und 100%. So, jetzt haben wir das doch. Sieht doch ein bisschen realistisch aus, weil es hat erst eine gewisse Struktur. So, dann gucken wir mal, wie das Ganze aussieht. Ja, das sieht auch an sich ganz gut aus. Das kopieren wir uns jetzt. Also wir gehen wieder in unser 3D-Werkzeug. Drücken STRG-C, STRG-V, obwohl, bevor wir es machen, sorry, STRG-Z, damit wir es wieder zurück haben. Das wollen wir uns natürlich erstmal hinlegen. Also wir gehen hier bei der, nicht bei der H, sondern bei der P-Achse auf 90 Grad, dass wir das hingelegt haben. Und ja, der Baumstamm, ja, können wir vielleicht ein bisschen länger ziehen. Okay, machen wir so. Dann Zylinder, SDG, SDLV. Und ziehen wir uns das hier einfach mal so daneben. Dann wieder kopieren, C und V. Und dann wollen wir uns das auf 90 Grad drehen. Voilà. Mittlere Maustaste und wollen wir uns doch mal mittig ziehen, sodass es nicht überlappt, sondern drauf liegt. So. Voilà, das ist doch schon mal ganz schön. Und in der Mitte. Perfekt. Sehr schön. Ja, das sieht doch schon mal ganz fein aus. Jetzt machen wir uns mal einfach einen Boden. Zwar nehmen wir uns eine Ebene, skalieren die einfach mal ganz groß. Und die Ebene, die ziehen wir uns natürlich unter unseren Baumstamm, dass es quasi da drauf liegt. Und jetzt machen wir uns unser Feuer. Und zwar, wir gehen auf unser, nur damit ihr es versteht, also auf unser Spline-Stift-Werkzeug, weil wir zeichnen uns jetzt eine Flamme. Das heißt, weil wenn wir uns jetzt eine Ebene nehmen, die ist ja gleich, also sprich, da gibt es jetzt keine Verformungen, Unebenheiten oder sowas drin. Das heißt, wenn wir auf eine Ebene zum Beispiel eine Flamme als Textur packen, sieht die halt sehr steril aus, weil die ist halt natürlich sehr gerade. Und wir wollen uns jetzt, der Trick ist natürlich, nur Formen zu basteln, die halt so als Flamme aussieht. Deswegen zeichnen wir uns jetzt irgendwas, muss jetzt nicht unbedingt perfekt sein. Ich denke, wir machen es mal so. Machen wir es so. So. Ziehen wir uns das hier mal ein bisschen länger. Dann machen wir das. Schauen wir mal, wie es aussieht. So. So. Und so. Und gehen hier dann auf Typ. Gehen wir auf B. Naja, okay, gut, ist es keine Flamme. Aber egal. Also das muss irgendwie nur nicht gerade sein. Also ist eigentlich egal. Da packen wir jetzt unser, machen wir einen Extrude-Knob, weil wir dem natürlich Tiefe geben wollen. Und wenn wir das jetzt folgendermaßen machen, wenn wir unser Spline-Objekt jetzt auf unser Hyper-Knob packen, also unseren Extrude-Knob packen, haben wir das so, weil
Der Spline hatte halt auch eine andere Achse als der Extrudnörb. Das heißt, wenn wir das jetzt, der extrudiert hier zur Seite raus und nicht nach hinten. Deswegen machen wir einfach nochmal raus. Und das Extrud-Ding drehen wir einfach auch nochmal um 90 Grad. Sorry, gehen auf unser Objektwerkzeug 3D natürlich, müssen dann, sonst macht das nicht, machen wir auf 90 Grad und dann sehen wir, die Winkel sind verschoben. Und voilà, wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben, hat er jetzt eine Tiefe. Das wollen wir natürlich nicht so tief haben, deswegen wir gehen hier auf, na, warten was, auf Objekt, gehen dann mal auf 1, würde ich mal sagen, gucken wir mal. 1 oder 2, ja, machen wir 2, ist egal. So, jetzt machen wir uns unsere Flamme. Und zwar, wir machen ein neues Material. Farbe machen wir Textur, gehen auf Oberfläche, gehen auf, nicht Flamme, sorry, gehen auf Feuer. Na, da oben Feuer. Dann gehen wir auf Leuchten, machen bei Leuchten dasselbe, Oberfläche, Feuer. Dann gehen wir auf Glühen. Können wir gleich eh nochmal ändern alles, aber geben wir mal 100 ein. Dann haben wir es nicht so extrem. So, und jetzt packen wir unsere Flamme hier mal rauf. Und wie wir sehen können, sieht es eigentlich schon ganz okay aus. Also was wir natürlich machen können, ist noch Projektion, damit es nicht so gezerrt ist. Und zwar Projektion Quader Mapping. Jetzt, wie das aussieht, sieht es irgendwie noch nicht so gut aus, weil das ist jetzt halt ein Bild. Dahinter ist eine schwarze Ebene. Und ja, das sieht halt nicht so toll aus. Deswegen gehen wir auf Alpha, gehen auf die Textur, gehen auf dasselbe wie der Oberfläche, Feuer. Voilà. Jetzt hat er quasi alles, was schwarz ist, natürlich rausgenommen. So. Und das sieht doch eigentlich schon mal nicht schlecht aus. Wir können es mal kurz rendern. Ja, okay, guten Morgen. Man sieht halt immer noch die Ränder. Deswegen können wir das beheben. Entweder wir können die Textur skalieren. Also sprich, wenn wir auf unseren Shader gehen. Gehen wir hier, können wir hier bei den Werten einfach skalieren. Also ich zeige es mal, entweder hoch runter oder skalieren, wie ihr wollt, oder von links nach rechts halt. Deswegen machen wir alles wieder zurück. So, und was wir machen wollen, wir wollen das ein bisschen nicht so weit skalieren. So ist okay. Und gucken wir mal. Ne, noch ein Und was wir natürlich mal, wenn wir das sehen, wenn wir es so weit skalieren, dann haben wir natürlich das Problem, dass es halt doppelt ist, dass es sich halt wiederholt. Das wollen wir nicht, deswegen können wir ja bei Wiederholungen sowohl 1 als auch 1 gehen. Jetzt müssen wir es natürlich wiederholen. Ja, okay, deswegen mache ich ganz kurz zurück, zur Übersicht halber. Gehe auf 1 und 1. Und jetzt ist es weg wieder. Oh je, das ärgert mich. Okay, jetzt sehen wir halt, jetzt kommen wir der Textur näher. Jetzt kann es ein bisschen dauern, bis ich das finde. Okay. Naja, okay, bevor ich das lange rumsuche, machen wir doch lieber mal Wiederholungen und gehen wir auf 0. Dann wiederholt sich das halt einfach, aber wir haben halt einfach schnell unseren Shader wieder. So, jetzt ziehe ich das aber trotzdem mal ganz kurz runter. So. Ja, okay, das machen wir gleich nochmal. Müssen eh noch ein paar Sachen ändern beim Feuer und dann können wir das gleich eh nochmal dazu ändern. Ja, okay, gut, egal. Also wir ziehen uns das erstmal, um trotzdem weiterzumachen. Nehmen wir erstmal, also wir wollen das natürlich runterziehen. Jetzt haben wir natürlich, dass die Achse verschoben ist. Deswegen gehen wir auf unser Achsentool hier. Und, ups, Quatsch, ziehen natürlich nicht alles hoch.
sondern wir haben jetzt hier unser Extruden-Herb und gehen dann zumindest auf die Achse, wie gesagt. Na, warum macht das das jetzt nicht? Ah, okay, scheint irgendwie nicht aktiviert zu sein. Naja, egal. Na jetzt, also wie gesagt, das war gerade wohl nicht aktiviert. Naja gut, ist wie gesagt spät. Ziehen wir uns aber mal in die Mitte rein. Dann nehmen wir unser, also gehen wir wieder raus, also nehmen das Häkchen raus und ziehen das Ganze einfach mal runter, so dass das irgendwie nach irgendwas aussieht. Extruden packen wir hier. Gucken wir mal. Ja, okay, das sieht auch ganz cool aus. Das Feuer sollte halt nicht zu weit oben sein, sondern ja, das sieht auch super. Ja, das sieht doch eigentlich schon ganz gut aus. Jetzt wollen wir das natürlich noch ein bisschen skalieren. Ups, nicht mit den Stamm, Baumstamm, sondern nur das Extrübnorb. So, voilà. Gucken wir mal. Okay, ja, okay, gut, das ist okay. Dann gucken wir noch mal mit dem Feuer. Na gut, also da wir das hier jetzt also Quader da projiziert haben, machen wir Projektion ändern wir einfach, weil wir es als Quader Mapping haben. Das heißt, er mappt natürlich auch das, was an der Seite ist. Wir können jetzt mal spaßeshalber ausprobieren, ob das einen Unterschied macht, wenn wir jetzt beispielsweise auf 0 gehen. Ja, okay, super. Wenn wir es auf 0 machen, geht's weg. Ihr könnt auch anders, eine andere Möglichkeit wäre auch bei der Projektion beispielsweise wieder mal auf halt 2 zu gehen zurück und gehen bei der Projektion einfach was anderes, also beispielsweise Flächenmapping. Ist auch im Endeffekt dasselbe. Aber gut, machen trotzdem mal Extrusion mal auf 0. Und wir skalieren uns das trotzdem. Also wir machen uns jetzt mal, ups, nein, nicht rendern, sondern hier halten wir Maustaste gedrückt, können auf Renderbereich gehen, deswegen erinnert uns dann den Bereich, den wir haben wollen. Und deswegen verschieben wir uns einfach nochmal bei der Textur unsere Flamme. Ja, so ist doch eigentlich in Ordnung das Ganze. Ich gucke es mal, nicht zu weit. Ups, 70. Okay. Ja, das sieht doch schon mal ganz in Ordnung aus. Skalieren wir das trotzdem dann noch mal ein bisschen kleiner, dass man das nicht sieht an Rändern. Okay, perfekt. Ja, so ist doch schön. Super. Okay, so, jetzt gehen wir auch wieder raus aus dem unseren Renderbereich. Jetzt machen wir uns als nächstes mal den Rauch. Deswegen gehen wir auf Emitter, bei, also wo haben wir es? Simulieren, Partikelsystem und Emitter. Jetzt, also ich zeige euch das. Wenn wir das hochziehen, sehen wir hier, hier haben wir unsere Emitter und wenn wir das jetzt bei der Timeline abspielen, dann schießt der Partikel raus. Jetzt wollen wir halt die Seiten ändern, deswegen wir gehen jetzt beispielsweise mal auf, na, ich wechsle meinen Winkel, P 90 Grad, dann haben wir das oben. Und wir brauchen jetzt dafür, weil wenn wir das rendern, sehen wir natürlich nichts, weil wir brauchen zum einen eine Textur für den Rauch und eine Textur für die Umgebung, die es natürlich dann darstellt. Deswegen machen wir uns erstmal eine Umgebung. Also halten wir da gedrückt, gehen auf Umgebung, dann gehen wir auf Erzeugen, gehen auf Shader, gehen auf und nehmen unseren Pyro-Cluster. Das ist quasi die Textur, die wir halt verändern, je nach Belieben, für den Rauch. Und auf Erzeugen, Shader, Pyro-Cluster, Volume Tracer. Das ist dann für die Umgebung. Deswegen gehen wir hier auf unseren, ziehen wir uns das auf den Emitter rauf, gehen dann auf unseren Emitter und sehen hier, also können hier verschiedene Einstellungen übernehmen.
Könnt ihr gerne machen, halt manuell machen, könnt ihr coole Sachen mit erstellen, könnt ihr halt ein bisschen rumspielen oder geht bei den Voreinstellungen, könnt ihr halt auswählen. Deswegen, wir gehen aber auch rauf, einstellen, konvertieren, machen wir ja. Dauert ein paar Sekunden und ziehen unseren Emitter erstmal ein bisschen, na, ziehen, machen wir ein bisschen größer erstmal. Und ziehen den ein bisschen runter. So, weil wenn wir jetzt auf Play wieder drücken, sehen wir, okay, Partikel werden ausgestoßen. Rennen wir mal ganz kurz. Und wir sehen schon mal, aha, ja, sieht schon mal ganz nett aus. Schon mal ein paar Bäbelchen. Jo. Ah, okay, ja, mit dem Bobbelchen. Ja, okay, da, gut, also als wir das gelädt haben, das war ein bisschen blöd, wir haben ja das ganze Ding hier, den ganzen Emitter hier skaliert. Das machen wir nicht, weil wenn wir nur das skalieren, dann skaliert die anscheinend auch nicht die Partikel mit, sondern nur die Ebene unten. Das wollen wir natürlich nicht, ab die Öffnung, wo es rauskommt. Deswegen machen wir einfach ganz kurz, wir löschen das einfach alles nochmal ganz kurz. Ist ja kein Ding. Dann machen wir uns einen neuen Simulation, neuen Emitter rein. Gehen wieder auf 90 Grad. Jetzt ziehen wir das einfach mal hoch, damit ihr das sehen könnt. Und zwar gibt es halt die Möglichkeit, das zu skalieren, aber macht es nicht. Dann machen wir bei Skalieren, also bei Emitter und Emitter, können wir hier die X und Y verstellen. Heißt, ja, dann skaliert ihr anscheinend auch die Partikel mit. Das machen wir jetzt auch am besten. Wir gehen in die Obenansicht. Denke, so ist okay. Machen wir das ein bisschen schmaler. Ja, okay, ist ja nur das Feuer an sich. Ich denke, so ist okay. Jetzt ziehen wir das wieder runter. Und jetzt gucken wir mal, ob das was gebracht hat. Und die Umgebung natürlich noch. Umgebung ziehen wir mit drauf. Ups, okay, sorry. Müssen wir natürlich noch die neuen Partikel. Das sieht auch schon mal besser aus. Ja, okay, ist noch ein bisschen zu wenig. Ah, na, natürlich, kein Wunder. Wir müssen natürlich ein Licht machen. Dann müsste es allerdings klappen. Ey, wenn nicht, dann weiß ich auch nicht. Weil bisher hat es immer funktioniert, aber warum jetzt? Ah, perfekt. Ja, es geht auch super. Genau. So, jetzt haben wir das da dichtchen. Okay, das ist doch schon mal gut. Das wollen wir haben. So, jetzt ist die Sache auch natürlich, und zwar, wenn wir das jetzt laufen lassen, dann stößt er die Partikel unendlich aus, quasi. Das ist für ein Lagerfeuer vielleicht nett, aber für so einen Kamin nicht unbedingt nett. Deswegen können wir hier auf Emitter gehen, gehen auf Partikel und können hier die Lebensdauer festlegen. Jetzt ist sie halt bei 500 Bildern. Die Timeline bei uns geht es gerade bis 100, also endlos quasi. Wir gucken mal, wenn wir das jetzt weiterlaufen lassen. Ich glaube, so ungefähr, gucken wir mal, vielleicht 35. Gehen wir auf 35. Und wenn wir das jetzt mal abspielen, sehen wir, okay, bei ungefähr Frame 35 hört er auf und verschwindet. Wenn wir das nämlich rendern, sehen wir. Aha, okay, es sieht schon mal ein bisschen besser aus. So, genau, und das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Jetzt können wir theoretisch noch mal ein Licht hinzufügen und auch Schatten hinzufügen. Machen wir hier vorne Licht, selektieren die drei und gehen auf Schatten, weich. Jetzt rendern wir mal ganz kurz, wie das Ganze denn hier ausschaut.
Ja, okay, sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt machen wir natürlich noch ein paar Tweaks und zwar beim Holz, weil wir sehen ja, das ist halt sehr erleuchtet. Gehen wir bei Reflexion raus und beim anderen Reflexion raus. Beim Feuer ist mir auch gerade aufgefallen, ich mag das nicht. Und zwar, wenn wir jetzt auf die Farbe einfach gehen, dass es halt rot ist. Also wir können ja bei Farbe hier gehen wir auf die einfach auf eine Feuertextur. Und das machen wir nicht rot, sondern einfach ein Orange. Finde ich, sieht besser aus einfach. So, jetzt machen wir das allerdings trotzdem mal nochmal ein bisschen. Ziehen wir das Ganze ein bisschen höher, glaube ich. Und ziehen wir das doch vielleicht, machen wir noch ein bisschen. So. Ziehen das aber ein bisschen höher. Ich denke, so ist es in Ordnung. Gucken wir mal einfach, wie es aussieht. Ja, okay, jetzt sehen wir schon, das Feuer ist jetzt ein bisschen zu weit oben. Ich finde es aber beim Skalieren hier ganz gut. Und auch von den Farben ist ganz okay. Deswegen ziehen wir unser Ding einfach kurz runter, ungefähr hier nochmal. Jetzt ist die Sache auch, wenn wir das jetzt also bei Timeline laufen lassen, ihr könnt es ja als Bild rendern. Im Endeffekt sieht halt nett aus, wenn ihr das aber als Video haben wollt, weil der Emitter, der stößt ja als Video raus. Machen wir Folgendes. Und zwar, weil das Bild ist ja, also ist ja ein Bild, die Feuertextur. Da können wir folgenden Trick machen. Wenn wir mich hier raufgehen auf unser Bild, können wir bei Farben, also gehen wir auf unser Textur wieder und können hier bei den Frequenzen einstellen. Wenn wir beispielsweise bei der T-Frequenz einfach hier rumspielen, sehen wir, das bewegt sich. Das heißt zum Beispiel, wenn wir auf 1 gehen und hier auf Frame 0 gehen, dann halten wir STRG gedrückt und drücken hier auf den Kreis, dann wird er rot, dann hat er einen Keyframe gesetzt. Wenn wir das Beispiel mal auf Bild 100 gehen und sagen wir mal 2 eingeben oder so und wir uns Keyframe, also STRG gedrückt halten, dass es wieder ein roter Punkt wird, haben wir einen zweiten Keyframe gesetzt. Und wenn wir das jetzt durchspielen lassen, sehen wir, und immer wieder anhalten, sehen wir, dass sich das aktualisiert und das bewegt sich, die Flammen. Dementsprechend können wir jetzt mal testhalber und zwar Folgendes machen, wenn wir jetzt auf im Bildmenschen, also wenn wir drauf gedrückt halten, dann auf Vorzeige, Vorschau erzeugen gehen und einfach die Einstellungen könnt ihr im Endeffekt belassen. Drücken wir OK. Dann sehen wir unten, Vorschau wird berechnet und wenn es fertig ist, dann können wir uns die Vorschau mal angucken. Also er rendert es jetzt ganz klein und sowas. Dauert leider eine Weile wegen dem ganzen Rauch. Das ist halt wirklich sehr hardwarelastig. Wenn er jetzt durchgelaufen ist, zeige ich euch das mal und deswegen würde ich sagen, mal bis gleich. So, und jetzt haben wir es fertig gerendert. Jetzt gucken wir das mal an. Wenn wir hier Play drücken und wie ihr sehen könnt, lodert es doch schon ganz nett. Auch für den Rauch gefällt doch ganz gut. Und ja. Deswegen. Jetzt könnt ihr das natürlich gerne als Lagerfeuer behalten. Was wir natürlich noch machen können, ist, und zwar, wir gehen auf Emitter, damit es halt nicht so statisch nach oben gepustet wird. Gehen auf Emitter, machen vertikal mal beispielsweise 60 Grad. Und dann sehen wir nämlich auch schon, wenn wir das jetzt, dass die Partikel nicht nach oben gehen, sondern auch zur Seite weg. Das macht das alles noch ein bisschen dynamischer. So, und zwar, jetzt können wir uns auch für einen Kamin entscheiden. Und zwar machen wir uns dann einfach einen Würfel. Den Würfel ziehen wir uns ein bisschen weiter nach oben. Ziehen wir uns dann natürlich groß. So, dass es so eine Box ist. Die stellen wir uns auf die Erde. So machen wir uns Rundungen rein. Und zwar Rundungen hier.
Die Größe machen wir mal. Ja, sowas, so 4 oder 5 oder so. Damit es nicht so spitz ist. Dann machen wir uns einen kleinen Bogen rein. Und zwar machen wir uns hier ein Spline, machen uns einen Bogen. Den Bogen, den drehen wir natürlich auch nochmal auf 90. Na, falsche Achse. 90 Grad. So, wollen wir keinen Bogen haben, sondern wir gehen hier auf Winkelende auf 180. So, wenn wir das jetzt allerdings mit einem Extruden verbinden, sehen wir, okay, es wird nur hier der Rand umrandet. Und außerdem auch nicht im richtigen Winkel, weil wir sehen können, geht es wieder zur Seite weg. Das heißt, machen wir dann erstmal wieder auf 90 Grad. Und bei dem Bogen gehen wir nicht auf, also Typ, nicht auf Kreisbogen, sondern auf Schnitt. Dann haben wir hier quasi einen abgeschnittenen Raum. Und dann ziehen wir das Ganze in den Extruder rein und sehen wir, voilà, haben wir einen Bogen. Den skalieren wir uns dementsprechend ein bisschen hoch. Ich denke, so ist okay. Dann ziehen wir uns den in die Mitte. Ich denke, so ist das gut. Und wollen wir uns den natürlich noch ein bisschen rausziehen. Machen wir so. Dann ziehen wir uns das ein bisschen hier hin. Ja, machen wir noch ein bisschen mehr. Ich denke, so ist gut. Dann gehen wir hier auf das Symbol, nehmen ein Bool-Tool, ziehen unseren Extrud-Ding rein und unseren Würfel. Und voilà, sehen wir jetzt, hat er das ausgeschnitten. Und das sieht auch schon mal ganz praktisch aus. Jetzt nehmen wir unseren Bool, ziehen uns das ein bisschen zurecht und nehmen erstmal unser Lichter. Hier vorne ist okay. Dann ziehen wir das hier hin, das andere hier hin. Und dann geben wir den natürlich noch ein bisschen Textur. Wie gesagt, ich packe euch das auch unten in die Beschreibung rein. Farbe machen wir als Textur, machen wir mal einen Stein, machen wir so Fliesen. Dann gehen wir auf Relief, machen hier natürlich auch. Wo haben wir es? Achso, genau, eine Sache gleich noch. Genau, machen wir erstmal, wo haben wir es? Bild laden, Fliesen. 100% und ziehen das hier rauf und ziehen das auf unseren Extrude. Jetzt können wir die Kacheln so lassen, wenn ihr wollt. Ansonsten können wir auch beide hier selektieren und die Projektion wieder auf Quadermapping stellen, so dass es ein bisschen feiner ist. Wenn ihr jetzt wollt, ihr könnt die Textur auch gerne verschieben, wenn ihr auf unser auf Texturwerkzeug geht, beispielsweise auf den Würfel, dann könnt ihr hier die Textur verschieben. So, zum Beispiel, damit die halt ein bisschen damit es halt passend aussieht. So, jetzt eine Sache ist mir gerade noch eingefallen, und zwar, damit das Feuer doch noch ein bisschen dynamischer wird. Also wir machen hier beim Emitter den mal kurz aus. Wenn wir das rendern, sehen wir, okay, das Feuer sieht zwar ganz cool aus, aber wir machen das noch ein bisschen dynamischer. Und zwar gehen wir auf das Feuer, gehen auf Displacement, gehen bei Textur einfach auf Noise und Subpoly Displacement Häkchen rein. Wenn wir das rendern, sehen wir schon ein bisschen, ah okay, es ja, gibt ein bisschen Struktur. Das machen wir allerdings noch ein bisschen höher, und zwar beispielsweise maximale Höhe auf 20, also so, gucken wir mal. Ich glaube, es ist ein bisschen viel, aber ja, okay, doch, 20 geht auch. Und jetzt sehen wir, jetzt hat ein bisschen, so wabert es ein bisschen. Vor allem, wenn wir das jetzt natürlich abspielen. Deswegen.
Ja, ansonsten würde ich sagen, das sieht ja schon mal ganz cool aus. Machen wir uns noch einen Schornstein. Und zwar den ziehen wir uns jetzt einfach mal hoch. So. Und packen hier rauf. Textur machen wir auch auf Quadermapping. Und ja. Ich würde sagen, jetzt gucken wir mal, wie das Endresultat aussieht. Ihr könnt jetzt mal gucken, wie es aussieht. Ja, okay, ist gut aus, perfekt. Gucken wir mal erstmal, wie es aussieht beim Rendern. Ja, und voilà, sieht auch ganz cool aus. Sehr gut, es ist der Rauch natürlich ein bisschen wegen Licht ein bisschen schwächer geworden. Ihr könnt jetzt beispielsweise auch hingehen nochmal zum. Also sind wir schon bei 35 Minuten. Aber ich will jetzt also euch nicht so lange aufhalten. Ihr könnt aber beim Feuer halt noch verschiedene Einstellungen machen, beispielsweise auf Glühen. Könnt ihr das beispielsweise auf 100, könnt ihr beispielsweise mal auf 200 machen, innen. Dann ist es natürlich noch ein bisschen intensiver. Den Radius beispielsweise auf 20, dann leuchtet es halt ein bisschen mehr. Und müssen wir kurz gucken, welche war das in Mitte? Okay, können wir beispielsweise hier. Können wir die Dichte beispielsweise mal auf 5 machen, zum Beispiel. Da ist es halt ein bisschen dichter, wie der Name sagt. Und ihr könnt auch zum Beispiel Global Illumination, also sprich bei Rendervoreinstellungen, könnt ihr auch die ganzen natürlich Settings machen: Global Illumination, Ambient Occlusion. Dann berechnet das natürlich noch ein bisschen realistischer mit den Schatten und sowas. Dauert dementsprechend natürlich wesentlich länger, aber das auf jeden Fall sieht schon mal passend aus. Genau, dauert ein bisschen. Ich zeige euch gleich nochmal. Und voilà, wie ihr sehen könnt, ist es halt jetzt ein bisschen dynamischer alles mit dem Lichteffekt und sowas. Finde ich es ganz cool. Ja, ihr könnt wie gesagt ein bisschen rumspielen mit den ganzen Einstellungen, was ich euch jetzt gezeigt habe. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich gerne nochmal in die Kommentare schreiben, wenn es irgendwas gibt. Und ansonsten könnt ihr gerne was anderes ausprobieren. Ja, ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. War wieder ein bisschen länger. Ich hoffe, ihr seid noch dabei und habt bis zum Ende durchgehalten. Also toi, toi, toi. Ich würde mich echt über ein Abo freuen. Lasst mir ein Like da, aktiviert die Glocke. Und wenn ihr irgendwelche anderen Fragen habt zu Tutorials oder so, lasst mir das gerne auch in den Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.